Die Bibeltage sind gerade zu Ende gegangen. Wir haben hier in Hannover den Galaterbrief intensiv ausgelegt, einer der wichtigsten Texte auch der Reformation. Und jetzt richten sich unsere Blicke schon nach Wittenberg, denn dort erwartet uns das nächste größere Ereignis am 28.10., der Bekenntnistag. Dort neben mir steht David Winkelhake. David Winkelhake war nicht nur einer der Referenten dieser Tage, sondern er ist auch der Hauptorganisator dieser Wittenberger Veranstaltung, außerdem noch Referent in unserer Gemeinde und Gemeindegründer. Aber jetzt geht es um Wittenberg. Herr Winkelhake, was erwartet den Besucher denn, wenn er sich am 28. dort aufmacht, um dabei zu sein? Sollten Sie am 28. Oktober dabei sein, erwartet Sie zum einen einen Vortrag von Wolfgang Nestvogel, zum anderen einen Vortrag von Johannes Pflaum aus der Schweiz. Darüber hinaus viel Gemeinschaft, viel Austausch und auch ein Stück weit Vernetzung für die Zukunft. Es ist wichtig, dass wir als Bibeltreue, die klarstehen, auch in der Ökumene-Frage, einander kennen und einander zurüsten, uns den Rücken stark machen und uns wieder auf einen guten Weg geleiten, wo wir Bedarf haben. Das erwartet die Besucher am 28. Oktober. Klingt schon gut, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, so viele Reformationsveranstaltungen 2017. Das stimmt. Viel Fragwürdiges, vieles, wo man überhaupt die Frage stellen kann, was sollte das? Warum jetzt noch einen obendrauf, drei Tage vor dem Jubiläumsstichtag? Das ist eine gute Frage, denn es lohnt sich ja nur nach Wittenberg zu kommen, wenn wirklich nochmal etwas geboten wird, das bisher im Lutherjahr nicht entsprechend behandelt wurde. Und nicht nur etwas, sondern das Entscheidende. Und unsere Überzeugung ist, dass der Kernpunkt, der die Reformation überhaupt hat explodieren lassen, noch gar nicht genügend zum Tragen gebracht worden ist. Nämlich die Frage, was hat denn zu diesem Split damals geführt? Warum haben Luthers Entdeckungen denn diesen Aufruhr verursacht? Und die noch viel wichtigere Frage, ist dieses überhaupt heute noch relevant? Gilt das noch? Ist es überhaupt noch interessant, ob eine evangelisch ist oder katholisch ist? Sollen wir evangelisch bleiben oder sind wir alle nur allgemein christlich? Darüber wird zu reden sein und auch das wird nochmal spannend werden. Aber um dabei zu sein, muss man hinkommen. Was kann man tun? Wie informiere ich mich? Welche Möglichkeit gibt es, sich jetzt selbst für Wittenberg anzumelden? Das ist relativ einfach. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie auf unsere Internetseite www.bekenntniskonferenz.de. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen und auch die Möglichkeit, zum einen Tickets zu bestellen. Noch sind welche vorhanden. Es wäre schön, wenn sich das bald ändert. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie nicht direkt vor Ort sein können, aber Interesse haben, melden Sie sich an mit Ihrer Gemeinde, mit Ihrem Hauskreis, mit Ihrer Versammlung. Und wir organisieren für Sie einen Video-Livestream, sodass Sie in Gemeinschaft, geografisch entfernt, aber trotzdem nah bei der Konferenz sein können. Und es wäre schön, wenn Sie sich für eine dieser beiden Möglichkeiten entscheiden können. Schauen Sie vorbei auf www.bekenntniskonferenz.de und es wäre schön, wenn wir uns am 28. Oktober dann in Wittenberg sehen. Wir wollen nicht, dass Sie als Tourist nach Wittenberg kommen, sondern dass, wenn Sie Wittenberg wieder verlassen, Sie auch Reformationsbotschafter sind. Herzlich willkommen.